Die Flüchtlingshilfe Solingen hat am Samstag in ihrer Geschäftsstelle einen Mikromarkt eröffnet. 8 Dienstleister und Geschäfte teilen sich die Ladenfläche. Die Inhaber sind Zuwanderer, die bislang keine Arbeitsstelle fanden und so ihren Weg in die Unabhängigkeit beginnen wollen. Sie zahlen Miete und führen ihre Geschäfte selbstständig. Ehrenamtliche Paten unterstützen sie aber bei der Buchführung und den Steuerabrechnungen. In der ersten Zeit zahlt das Jobcenter noch einen Zuschuss für den Weg in die Selbstständigkeit. Das bedeutet für sie, dass sie in Würde kommen. Sie möchten versuchen, selbstständig zu sein, sie möchten versuchen zu arbeiten. Und es ist eben heutzutage leider nicht möglich, einen normalen Job zu bekommen. Sie suchen lange, viele Jahre teilweise, irgendeine Beschäftigung ist nicht möglich. Und deswegen gehen wir jetzt selbstwirksam voran. Die Flüchtlingshilfe sucht noch ehrenamtliche Helfer für weitere Projekte dieser Art.